Ja, hallo meine Lieben. Heute wollte ich mit euch über Klinikerfahrungen sprechen. Also ich persönlich war in vier verschiedenen Kliniken und ich würde jetzt ein bisschen was über die letzte Klinik erzählen. Das war in Hamburg und ja, über diese, weil die mich wirklich weitergebracht hat. Also ja, wie läuft das ab in einer Klinik? Man hat einen sehr strukturierten Tagesplan, begleitete Mahlzeiten. Also das nennt sich dann Essen mit Unterstützung. Da hat man dann jedes Mal vor dem Mittagessen, vor dem Frühstück und dem Abendessen so eine Runde und muss sagen, wie man sich fühlt, ob man Hunger hat und ob man satt ist. Ja, wie groß der Hunger ist in Prozent, ob man sich wohl fühlt oder nicht. Und dann isst man zusammen. Man hat auch einen Essensplan, an dem man sich halten sollte, muss, je nachdem. Also ich erzähle gleich da was zu, wie es bei mir so war. Und ja, hinterher bespricht man dann, wie es einem damit geht. Ich fand das am Anfang sehr nützlich, weil es mir riesige Probleme gemacht hat, überhaupt zu essen. Ich speziell war auch in einem sehr strengen Programm, das nannte sich Phasenprogramm. Da durfte man in der ersten Phase, also bis man die ersten 2 Kilo zugenommen hatte, bekam man das Essen quasi vorgesetzt. Das Brötchen wurde geschmiert. Das Personal hat genau den Essensplan gemacht und man musste halt aufessen. Wenn man nicht aufgegessen hat, musste man das nachtrinken mit Fortimel. Das ist so hochkalorische Trinknahrung. Und man durfte am Anfang nur dreimal 20 Minuten in Begleitung raus. Das wurde dann gelockert. Nach 2 Kilo durfte man dann alleine 2 Stunden am Tag raus und man durfte sich das Essen wieder selber nehmen und so weiter. Und in Phase 3 war man dann eigentlich völlig frei. Es waren dann insgesamt 6 Kilo, in denen man da drin war in diesem Phasenprogramm. Und ja, also mir hat es am Anfang geholfen, weil ich nicht in der Lage gewesen wäre, aus eigenem Antrieb den geforderten Essensplan da einzuhalten. Das ging einfach nicht. Ich hatte so einen Bewegungsdrang und zu viel Angst und war so unruhig und ja, es ist mir echt schwer gefallen, die Kontrolle abzugeben. Jetzt zu den Sachen, die man da so hat in der Klinik, also so Therapieangebote. Da gab es zum Beispiel Psychoedukation und Essstörungen. Da wurde man dann quasi Experte über seine eigene Essstörung. Da ging es dann auch um Folgeerkrankungen. Wie entsteht eine Essstörung? So ein persönliches Entstehungsmodell wurde da erarbeitet, ja. Und ja, was hatte man noch so? Man hatte zum Beispiel progressive Muskelentspannung. Das war, ja, ich weiß nicht, nach Jacobson, das kennen vielleicht einige, wo man halt die Muskeln anspannen und wieder entspannen muss, um so ein bisschen ruhiger zu werden. Dann hatten wir den achtsamen Montag. Da musste man in Stille essen und überhaupt achtsam sein. Das war am Anfang ein bisschen ungewöhnlich und das fiel mir auch extrem schwer. Ja, und so Achtsamkeitsgruppen und einen achtsamen Spaziergang, wo man dann halt so sich aufs Hier und Jetzt konzentrieren sollte, um aus diesen Gedankenkreisen auch rauszukommen. Dann gab es natürlich so Ernährungstherapie, ja, wo man so die Ernährungspyramide und grundsätzlich so besprochen hat, wie man sich gesund ernährt. Obwohl die meisten Essgestörten das ja wissen, wie man sich gesund ernährt. Und ja, also im niedrigen Gewicht durfte man keinen Sport machen. Wenn man dann ein bisschen weiter oben war, dann konnte man so walken mitgehen oder joggen oder kreativen Tanz gab es. Dann hatten wir noch Ergotherapie, das war zweimal die Woche, so Gestaltungstherapie. Das war auch sehr schön. Ja, was gab es dann noch so? So verschiedene Visiten, also einmal Einzelvisite und Gruppenvisite. Da wurden so die Therapieziele besprochen. Eine Einzelvisite, so Medikamente, die man auch bekommen hat. Also ich habe persönlich ziemlich viele Medikamente bekommen, die mir aber auch geholfen haben. Da mache ich noch mal ein Video zu Antidepressiva und Stimmungsstabilisatoren und so, inwieweit das helfen kann. Und dann hatte man einmal die Woche Einzeltherapie mit seinem Bezugstherapeuten und einmal die Woche ein Pflegegespräch mit seiner Bezugspflegekraft. Ja, und was sonst natürlich total hilft, sind die Mitpatienten, da man ja, da einfach verstanden wird und die gleiche Krankheit haben. Und ja, das ist ja, ziemlich gut. Wer jetzt noch eine Begleiterkrankung hat, zum Beispiel wie ich auch, Depression, gab es die Depressionsbewältigungsgruppe, eine Angstbewältigungsgruppe.
Und Wer im Zwang hat auch eine Zwangsbewältigungsgruppe, also so verschieden auf die einzelnen Störungsbilder abgestimmt. Es gab eine Skills-Gruppe, wo man so Fertigkeiten erlernt, um Gefühle zu regulieren. Genau, die hätte ich fast vergessen. Eine Emotionsregulationsgruppe gab es auch noch. Ja, und insgesamt hat es mich wirklich weitergebracht. Ich war in dieser Klinik jetzt schon dreimal und gehe auch noch einmal hin. Das nennt sich Intervalltherapie. Das heißt, man ist in der Klinik, lernt und kommt ein bisschen voran, fährt man nach Hause und muss auch so verschiedene Wochenpläne ausfüllen und die auch einhalten natürlich. Guckt, wie es zu Hause läuft, kommt wieder, bespricht, wo die Probleme waren und dann geht man wieder nach Hause und probiert sich nochmal aus und dann fährt man wieder hin und guckt, wo es noch Probleme gab. Und ich finde, das ist persönlich so, was ich aus meinen Erfahrungen die beste Therapie, die ich je in einer Klinik hatte, weil Klinikalltag und tatsächlicher Alltag lassen sich einfach nicht vergleichen. Also da ist man in so einer Käseglocke im Prinzip, in so einem geschützten Rahmen und nur weil es in der Klinik klappt, heißt das noch lange nicht, dass man dann zu Hause alleine klarkommt und gegen seine Gedanken so ankommt. Ja, und deswegen fand ich das sehr hilfreich. Ja, also wenn ihr dazu Fragen habt oder ja zu anderen Kliniken noch was wissen wollt oder überhaupt, wo ich war und wie das so abläuft, könnt ihr mir die Fragen gerne stellen. Ich verabschiede mich soweit und wünsche euch noch einen schönen Tag und bleibt stark und hört niemals auf zu kämpfen.